Eine Afterparty ist keine Aftershow. Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Social Corner. Wir müssen heute als Gruppe es versuchen, mysteriöse Geschichten zu lösen. Der verschwundene Preis. Ich weiß es. Eine berühmte Schauspielerin gewinnt einen renommierten Preis und feiert ausgiebig auf der Afterparty. Als sie am nächsten Morgen aufwacht, ist der Preis verschwunden. Ein Hinweis liegt auf ihrem Kopfkissen. Du weißt, wo du suchen musst. Sie hat keine Ahnung, wer ihn genommen hat oder warum. Ist das eine Aftershow-Party oder eine Afterparty? Weil da steht Afterparty drauf. Spielt das eine Rolle? Ja. Also, sie ist eine Schauspielerin. Das war gar nie so, wie das war. Die Zwillingsschwester hat es bekommen. Nein. Sie hat ja ausgiebig getrunken, das heißt, sie konnte sich selbst nicht mehr kontrollieren. Deswegen hat sie wahrscheinlich den Preis ihrer Begleitung gegeben, weil sie selber nicht mehr geschafft hat, den Preis mit nach Hause zu nehmen. Ja. Und ihre Freunde haben sie nach Hause gebracht und eine Zettel geschrieben. Sie hat es dem Barkeeper gegeben. Als Pfand gegeben für Alkohol. Sie ist dement. Aber warte mal, sie kann sich ja nicht daran. Die Schauspielerin hatte auf der Party so ausgelassen gefeiert, dass ihre Freunde beschlossen haben, einen kleinen Scherz mit ihr zu machen. Sie nahmen ihren Preis, nachdem sie eingeschlafen war, und versteckten ihn in einem Schrank im selben Zimmer. Der Hinweis war nur ein Witz unter Freunden, um sie zum Suchen zu bringen. Der Preis war die ganze Zeit über direkt in ihrer Nähe. Das war's. Bis morgen. Ciao.